Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video die interne Funktionsweise der For-Each-Schleife genauer angeschaut. Und jetzt möchte ich Sie noch auf ein kleines Dilemma hinweisen, nämlich Endlosschleifen mit For-Each. Wie kriege ich eine Endlosschleife mit For-Each hin? Nun genau in dem Fall, wenn hier MoveNext immer True zurückgibt. Und niemals false. Das heißt, wir würden niemals aus diesem While-Konstrukt hier rausspringen. Und so kriegt man eben auch Endlosschleifen mit. Eben For-Each-Schleifen hin. Und genau das machen wir jetzt mal. Spaßeshalber. Wir machen nämlich eine unendliche Zahlenaufzählung. So nennen wir unsere Klasse. Und wir implementieren hier IEnumerable. Of int. Und wir sehen hier jetzt an diesem Beispiel eben, dass wir, ich schiebe das gleich mal in eine eigene Datei, wir sehen hier an diesem Beispiel eben, dass man eben, wenn man von generischen Interfaces oder generischen Klassen ableitet, dann muss man dieses T nicht mit übernehmen, sondern man kann es auch direkt auflösen. Und unsere Klasse soll eben bloß Integerwerte letztendlich bereitstellen. Okay. Was ich hier jetzt zurückgeben möchte, ist ein unendlicher Zufallszahlen-Enumerator. Und den muss ich natürlich noch mit new initialisieren, sonst geht's nicht. Und was wir natürlich noch machen wollen, ist, dass wir diese Klasse erstellen. Die erstelle ich aber jetzt mal nicht wie üblich eben so, sondern man kann in C# auch Klassen ineinander schachteln. Das sieht man hier. Und das hier ist jetzt tatsächlich eine Private Class. Also, da wir uns ja in einem Klassenscope befinden, ist auch, wenn ich hier, glaube ich, den Modifizierer weglasse, würde hier Private stehen. Ich bin mir aber ehrlich gesagt gar nicht sicher. Vielleicht könnte es auch Internal sein. Anyway, also man kann Klassen ineinander schachteln. Ich rate Ihnen sofort wieder davon ab, dass Sie das tatsächlich irgendwie in Ihrem Produktionscode einsetzen. Viel Sinn macht es nicht. Es ist quasi so, diese Klasse ist jetzt nur innerhalb dieser äußeren Klasse eben sichtbar. Sie ist ja hier als privat deklariert und deshalb können wir auch nur innerhalb dieses Klassenscopes letztendlich auf diese Klasse zugreifen. So, also wir müssen wie gewohnt diese sämtlichen Methoden eben hier in diesen Enumerator mit reinbringen und wir setzen hier eben current standardmäßig auf 0. Ich glaube, das müssen wir sowieso nicht machen. So, und wenn wir move next machen, dieses dispose lassen wir natürlich leer, wie auch im vorherigen Beispiel, und das schieben wir gleich mal ganz runter, damit uns das nicht mehr stört. So, beim move next nutzen wir jetzt intern einfach einen, die Klasse random, eben für den Zufallszahlengenerator. Und das lassen wir uns eben über den Konstruktor geben, machen dazu einen Guard Clause, damit das nicht null ist. Und wenn wir möchten, können wir sogar noch einen Standardkonstruktor machen, der eben die anderen Konstruktor aufruft und hier eben dieses Random-Objekt direkt initialisiert. Ja, also dieser Standardkonstruktor ruft eben den anderen Konstruktor auf und übergibt hier gleich die Sache. Wir sehen hier sogar, dass das Ding jetzt private gemacht werden kann. Ach so, anscheinend doch nicht. Okay. Lassen wir diese mal public. Oder hier, den können wir private machen. So, also dieser Move Next Aufruf, der soll immer true zurückgeben, haben wir gesagt. Und für current setzen wir eigentlich jetzt bloß hier
eben den Zufallszahlengenerator ein und holen uns irgendeine beliebige neue Zufallszahl und setzen die eben als current fest. Dieses Reset macht in diesem Fall überhaupt keinen Sinn. Beim Move Next wird niemals aufhören. Das heißt, wir schmeißen hier mal eine Not Supported Exception. Und wenn wir das jetzt haben, haben wir hier eben, ich mache es doch nochmal mit diesem Standardkonstruktor weg, das ist blöd, und übergebe hier stattdessen eben einen direkt die Instanz von random neu. Also nochmals hier, ich habe eben hier diese Klasse für den Enumerator direkt in der unendlichen Zahlenaufzählung mit eingenestet. Das kann man machen hier in diesem Fall, aber machen Sie es einfach nicht. Ich möchte es Ihnen einfach bloß zeigen, dass es geht. Das Problem ist natürlich hier, da ich diese Klasse private habe, kann man außerhalb nicht mehr auf diesen unendlichen Enumerator zugreifen. Wie wir hier sehen, das geht nicht. Man kann natürlich sagen, wir möchten jetzt diese Klasse nicht private, sondern public haben. Dann könnte man tatsächlich auf sie zugreifen, wenn wir hier diese Syntax hier verwenden. Also wir nehmen erst die äußere Klasse, Punkt, innere Klasse und dann haben wir tatsächlich den Typen, den wir hier brauchen. Wie gesagt, ich wollte Ihnen bloß mal zeigen, es geht. Tun Sie es nicht im echten Leben. Das macht nicht viel Sinn. Egal. Wir möchten ja eigentlich eine Instanz eben unseres unserer unendlichen Aufzählung machen. Und die instanzieren wir uns hier und nutzen hier gleich var, damit es noch ein bisschen interessanter wird. Diese interne Implementierung von forEach nehmen wir mal hier weg. Und wir möchten jetzt einfach hier unsere Aufzählung aus der Konsole ausgeben. Ja, und jetzt bleibt natürlich noch die Frage, stürzt das Ding denn eigentlich irgendwann ab, wenn wir hier jetzt beständig einfach auf die Konsole Sachen rausschreiben? Wir gucken mal, wenn wir das Ding jetzt hier ausführen, dann sehen wir, aha, hier werden immer wieder neue Zufallszahlen einfach auf die Konsole rausgegeben. Wie man hier sieht, diese Schleife, die wir hier unten aufrufen, diese for-each-Schleife, die ist eben unendlich, die läuft unendlich lang. Warum? Nochmals, weil eben nehmen wir mal diese ganzen anderen Klassen weg, die gerade nicht interessant sind. Diese unendliche Aufzählung hat beim MoveNext eben niemals den Fall, dass es false zurückgibt. Und deswegen läuft diese for-each-Schleife einfach unendlich lang. Und wenn wir uns den Speicherverbrauch meines Rechners zurzeit mal anschauen, dann sehen wir hier, okay, wir sind irgendwie bei 55% ungefähr so im Durchschnitt. Und wir werden auch gleich sehen, dass hier einer dieser 8 Kerne eben wahrscheinlich ziemlich beschäftigt ist, diese for-each-Schleife auszuführen. Es schaut aus, als wäre das sogar der erste. Die anderen sind relativ nominal. Es könnte auch hier diese CPU4 sein. Das hier ist CPU0 wahrscheinlich, ja. So richtig schlau werde ich gerade nicht, welches genau ist. Aber ich nehme ja auch noch dieses Video auf. Vielleicht ist da ungefähr der Ressourcenverbrauch gleich. Okay, also ein Prozessor werkelt, oder ein Kern des Prozessors werkelt quasi hier sich gerade ab an dieser Aufgabe. Ich nehme jetzt mal an, das ist CPU0. Das hier unten könnte, obwohl diese hier sind auch, ich weiß es nicht. Es liegt aber eben an diesem verfälschenden Mechanismus, dass ich eben gerade noch das Video nebenbei aufnehme. Und wir sehen auch, der Memory-Verbrauch, der ist relativ konstant. Also wir sehen hier nicht wie in einem vorherigen Video, wo ich diese Out-of-Memory-Exception provoziert habe, dass wir hier ein Memory-Problem hätten. Nö, wir bleiben über diese kompletten Berechnungen hinweg konstant bei 23% von meinen 16 GB. Und ja, das ist eben nochmal ein Beispiel dafür, wie man ein endloses Programm produzieren kann, das hier so ein bisschen wie die Matrix aussieht, in diesem Matrix-Style. Aber eben auch nicht abstürzt, weil wir kein Memory immer wieder neu allokieren und dabei nicht freigeben. Okay.
Okay, dann halte ich mal dieses Programm wieder an. Das war jetzt nur noch mal ein Beispiel dafür, wie man, dass man sich beim, also letztendlich ist die Quintessenz, um noch mal wirklich explizit zu sagen. Wenn Sie IEnumerable einsetzen, dann haben Sie niemals die Sicherheit, dass diese Enumeration oder diese Aufzählung auf Deutsch eben nicht unendlich lang ist. Es kann einfach sein, dass das jemand so implementiert hat. Die einigermaßen gute Sicherheit, dass das Ganze funktioniert, haben Sie genau dann, wenn Sie iCollection als Interface benutzen. Warum? Wenn diese iCollection richtig implementiert ist, dann hat sie hier eben die Angabe Count. Das heißt, diese Collection muss wissen, wie viele Elemente zurzeit in ihr enthalten sind. Und da kann man nicht einfach angeben, ja, ich habe halt unendlich viele drin, sondern hier ist eben ein konkreter Integerwert gefragt. Und das heißt eben wiederum, dass die Anzahl der Elemente in dieser Collection nicht unendlich ist. Also, ne, wir haben eben eine begrenzte Anzahl. Und genau darauf sollten Sie eben achten, wenn Sie mit IEnumerable of T und iCollection of T und iList of T handhaben. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Im nächsten Video schauen wir uns noch die Read-Only-List und Read-Only-Collection an, die wir bis jetzt noch nicht besprochen haben. Und ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.